Bundesliga. Absolut. Zwei Top-10-Spieler ging mit 3:0 auch ziemlich deutlich worden, was wir glauben, wer gewinnt. Also ich gehe schon auf Colderano, was sagst du? Wobei man sagen, oh, da haben Da wir ist sie sie schon, gesehen, da ist ja, sie schon. ja. Denkmal auch eingesetzt bei dem Spiel zum Ball, nämlich bei einem 500.000 km/h-Schuss von dem Vize-Weltmeister. Ja. Ich bin mir heute nicht so sicher. Ich weiß nicht, ich finde, dass Calderano kommt mehr und mehr wieder. Jetzt. Ja, und auch Rhythmus hat und ich glaube auch, dass Selbstbewusstsein wieder hat. 3:2 auf Matthias Falk. Sehr gut. Variabilität da so einzusetzen, dass Falk auch nur einen Ball spielen muss auf die ersten zwei. Und andersherum schafft es Falk, die Welle zu parieren und sogar das Tempo mitzunehmen und Druck aufzubauen. Guter Start zumindest für den Bremer 5:3. Vor 2 Jahren Matthias Falk, Runde der letzten 32 gegen Hugo Calderano. Falk gewinnt mit 4:2. Aufgehen kann. Bitte nochmal abgestochen. Also ist für mich erstmal aus und klappt auch gut. Wieder. Das erinnert mich immer, spielt. So ganz aggressiv angeschupft, oder? Aggressiv lang angeschupft, Krisan konnte nicht so hart eröffnen und dann kam Baum einfach beidseitig, bumm. Ist. Tisch bedeutet nicht nur Flip oder halblanger Topspin, sondern auch ein aggressiver Schupf, um dann schnell aus dem Tisch rauszugehen, wenn er die Rückhand trifft. Timeout auch jetzt. Ja. Ich bin wirklich immer sehr begeistert von der Rückhand von Matthias Falk, wenn er da wirklich in beide Seiten so viel Tempo mitnehmen kann, weil das war natürlich auch hier wieder die Vorbereitung für den Vorhandschuss am Ende. Und das finde ich. Clever Tempo oder wirklich mit ganz viel Bogen. Also ne, diese normalen Bälle vermeiden. Boah. So gehört sich das. Und Calderano die Spieleröffnung im Sinne des Topspins hat. Wieder. So agieren. Auch die hat er in petto. Macht er direkt ein. Um reinzukommen, da ist Matthias Falk heute wirklich unglaublich stabil. Wieder. Ding von Jürgen Persson, echt in Topform. Muss morgen neu machen lassen. Vorbei oder. Matthias Falk hat auf jeden Fall einen Vorteil. Das ist Quatsch. Gewöhnlich Alexa noch nicht so mit dem Doppel beschäftigt. Das dann ja käme, ne? Tatsächlich, ja. Das ist der Linkshänder, ne? Es macht schon Sinn. Spielt immer Doppel für Werder mit Huno Sökç zusammen. Gegen. Beste Partie von Matthias Falk seit langem, die ich gesehen habe. Stellt. Hast du den? Dreht sich so rein und bleibt hängen. Perfekt. Weil er so viel Tempo dann verliert hinten, ne? Ja. Ja, und so viel Rotation noch dazu hat. Noch ein Timeout hat er nicht. Kann er nicht immer darauf bauen. Also Matthias Falk wird den auch das ein oder andere Mal, selbst wenn die so fest ist, auch zurückspielen können noch. Weil Calderano, wenn er die spielt, ja relativ weit hinten steht. Falk so zu beschäftigen, dass er ein paar Blockfehler mal provoziert, von denen er wirklich unglaublich wenige bislang macht. Auch wieder interessant zu sehen, das war. Das ist stark. Ja. Wechsel, das Ja. sind nicht mehr als 10, 15 Zentimeter. Ja. Wer trifft da den Ellenbogen ein bisschen besser? Boah, und das ist natürlich. Und ein relativ einfacher. Auch um Spaß gehen im Training und Ja. deswegen werden immer regelmäßige Übungen gespielt, ne? Aber es
Das andere ist Falk. Ganz spannend jetzt auch taktisch, was sich Calderano jetzt einfallen lässt. Und ob er allgemein vielleicht länger spielen wird. Stark. Wie du in deinen besten Zeiten, ne? Nee. Ich war noch ein bisschen schneller unterwegs. Wenn das Boom ausgelöst hat, da mit Rio. Eine Reportage über ihn mal gesehen, ist wirklich. Quasi die Spieler oder wann sie beginnen, das Aufwärmen zu starten. Alle auf dem Boden, Hunor Sökç, Marcelo Aguirre, Faszienrolle habe ich vorhin schon gesehen. Also. Offener Satz. Das verwundert mich. Vielleicht ist das aber tatsächlich wirklich gegenzuziehen auch, weil es eh schon mit so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. 7-9, jetzt nochmal die Chance mit einem Aufschlag sich ranzupirschen. Da wollte er glaube ich einen Tick zu viel, weil also der erste war ja schon enorm von der Qualität her, der Schuss. Und dann natürlich nochmal die Antwort von Hugo mit einem unglaublichen Spin, weil... So wie der zum Beispiel, ne? Mhm. Kann schon sein, dass der von einem glatten Belag ein bisschen anders gesprungen wäre. Ich meine... Vor allen Dingen ein bisschen mehr Bogen hätte, ne? Also genau. dieser Bogen fehlt eben. Der Ball kommt wirklich auf dich zugeschossen. Da. Kickaufschlag. Also wenn Calderano... Ich weiß nicht. Da ist es. Matthias Falk gewinnt das 6. Einzel in Folge. Er schlägt Hugo Calderano, fügt ihm damit die...